Hi und herzlich willkommen zu einem kleinen Alltagsproblem, nämlich einem sehr, sehr typischen Altersrätsel. Wir haben Lisas Tante und wir wissen, dass sie dreimal so alt ist wie Lisa selbst. Außerdem wissen wir, dass in 10 Jahren Lisas Tante genauso alt ist, wie die beiden heute zusammen sind. Und wir sollen berechnen, wie alt Lisa und ihre Tante heute jeweils sind. Ganz, ganz typische Aufgabe. Wenn man das Thema Gleichungen drauf hat, kann man die easy lösen. Und wenn man systematisch ausprobiert, dann kann man das auch schaffen. Aber wir wollen es natürlich elegant machen und uns eine Gleichung aufstellen. Und da muss man immer so vorgehen, dass man sich erstmal aufschreibt, was gesucht ist. Und da können wir sagen, gesucht ist das Alter von Lisa und gesucht ist außerdem das Alter von Lisas Tante. Und dann setzen wir eine von den beiden Sachen als X. Ich empfehle immer, die Sache als X zu setzen, mit der man die andere Sache super ausdrücken kann. Weil wenn ich zum Beispiel Lisas Alter als X setze, dann kann ich sagen, dass das Alter der Tante 3 mal X sein muss. Ne, weil Lisas Tante ist 3-mal so alt wie Lisa, also nehmen wir das Alter von Lisa, verdreifachen das und kommen zum Alter von der Tante. Man kann es auch andersrum machen, dass man sagt, Lisas Tante ist x Jahre alt und dann ist Lisa 1/3 davon, aber das seht ihr schon, ist nicht so hübsch, wie wenn man es andersrum macht und sagt, wie wir es eben hatten, Lisa ist x Jahre alt und die Tante 3-mal so alt. Ja, und jetzt müssen wir diesen Satz noch übersetzen. In 10 Jahren ist Lisas Tante genauso alt wie die beiden heute zusammen. Probieren wir es mal. Heute zusammen gerechnet sind die beiden ja x plus 3 mal x Jahre alt. Da müssen wir einfach das Alter von Lisa nehmen plus das Alter der Tante. Die Tante in 10 Jahren ist natürlich 10 Jahre älter als jetzt. Also 10 Jahre älter als 3x. Wir können also sagen, das Alter der Tante in 10 Jahren ist 3 mal x plus 10. So, und das Alter der Tante in 10 Jahren soll genauso groß sein wie die beiden Alter heute zusammengerechnet. Das heißt, unser Ansatz muss sein, dass wir sagen, x plus 3 mal x ist dasselbe wie 3 mal x plus 10. Und damit hat man wieder ein ganz großes Ziel erreicht, das man immer bei solchen Alltagsgleichungsaufgaben hat. Wir haben nämlich eine Gleichung aufgestellt, in der nur x unbekannt ist und die können wir jetzt einfach auflösen. Wir vereinfachen sie noch ein bisschen und sagen, da steht ja eigentlich x plus 3x gleich 3x plus 10 und dann rechnen wir 3x auf beiden Seiten runter. Und dann passiert was super krasses, es ist nämlich total einfach, dann steht da nämlich, dass x gleich 10 ist, weil auf beiden Seiten hier jeweils die 3x wegfallen, wenn wir sie abziehen. Und das bedeutet, wir wissen jetzt, dass x 10 ist und das war das Alter von Lisa, so hatten wir es gesetzt. Also ist Lisa 10 Jahre alt und Lisas Tante, die ist 3-mal so alt. Also muss Lisas Tante 30 sein. Da ist sie Jungtante geworden. Ich schreibe es mal auf. Lisa ist heute 10 Jahre alt und ihre Tante ist 30. Und wenn ich sowas lese, dann freue ich mich immer richtig, weil ich werde auch Tante. Und zwar in, ich glaube, 4 Wochen. Und bin schon ganz aufgeregt. Ja, wenn ihr Lust habt auf neue Matheaufgaben aus dem Alltag, schaut mal hier rein. Und wenn ihr sagt, nö, da habt ihr gerade keinen Bock, aber ihr hättet Lust auf Mathe, dann schaut euch mal an, was der Algorithmus personalisiert, ganz individuell für euch vorschlägt. Ciao, macht's gut, viel Spaß beim Rechnen und bis bald!